Ah, da liegt er. Der Dieboot Osmo 930 ruht sich aus. Und das vollkommen zurecht, denn der Saug- und Wischroboter musste in den letzten Wochen so einiges durchstehen. Aber jetzt erstmal Schluss mit der Schlafmusik und los geht's mit dem Video. Ich habe den Dieboot Osmo 930 in den letzten Wochen intensiv in unserem Alltag getestet und werde Ihnen die Ergebnisse nun vorstellen. Vor allem aber möchte ich die Frage beantworten: Reinigt der Hybridroboter Ihre Wohnung selbstständig? Erleichtert er Ihren Alltag und ist der hohe Preis von fast 500 Euro überhaupt gerechtfertigt? Rein rechtlich muss ich Sie aber noch darüber informieren, dass uns der Osmo 930 kostenlos von Ecovax Robotics zum Testen zur Verfügung gestellt wurde. An meiner Meinung ändert das natürlich rein gar nichts. Ich werde genauso kritisch über die Vor- und Nachteile des Produktes berichten, wie bei allen anderen auch. Als der Roboter bei uns zu Hause ankam, habe ich natürlich erstmal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen. Und ich wurde positiv überrascht, denn die deutsche Übersetzung war einwandfrei. Das habe ich bei dem ein oder anderen Hersteller leider auch schon anders gesehen. Aber auch ansonsten war die Bedienungsanleitung übersichtlich, klar strukturiert und mit vielen Bildern ausgestattet. Ich habe mich sofort zurechtgefunden und wusste gleich, was ich tun muss, um den Roboter in Betrieb zu nehmen. Einfach die Seitenbürsten unten am Roboter einsetzen, die sind auch gleich mit Rot und Grün markiert, damit man die richtige Seite leicht finden kann. Anschließend den Roboter einschalten und auf die Ladestation setzen. Und dann heißt es erstmal warten. Und zwar ganze 4 Stunden. Das ist der Wert, den der Hersteller empfiehlt, wenn man den Roboter das erste Mal voll aufladen möchte. Damit die Wartezeit nicht ganz so lange dauert, habe ich mir währenddessen ein wenig den Lieferumfang angesehen. Und der ist zugegebenermaßen ziemlich ordentlich. Dazu aber später mehr. Denn was sofort ins Auge sticht: die Fernbedienung fehlt. Und das liegt daran, dass der Osmo 930 sich ausschließlich über die Ecovax eigene App steuern lässt. Also App herunterladen und Roboter mit dem WLAN koppeln. Das hat bei mir so, naja, funktioniert. Erst im 3. Anlauf konnte ich über die App auf den Roboter zugreifen. Läuft die App aber mal, kann sie plötzlich richtig viel. Der Osmo 930 scannt beim ersten Start das gesamte Stockwerk und prägt sich Raumaufteilung, Hindernisse und verschiedene Bödenarten dank Smart Navi 3.0 ein. Das Ganze stellt er dann in einer Karte zusammen, die ziemlich präzise ist. Per Klick auf das entsprechende Symbol können Sie den Roboter dann in den Automodus versetzen, indem er Ihre gesamte Wohnung systematisch Bahn für Bahn abfährt. Das Ganze ist wesentlich effizienter als der Chaos-Modus, auf den viele andere Hersteller setzen. Denn der Osmo 930 weiß immer, wo er sich gerade befindet, was er schon gereinigt hat und welche Bereiche er noch reinigen muss. Hindernisse umfährt der Hybridroboter sehr präzise und vorsichtig. Er erkennt diese und bremst vor ihnen ab, wird langsamer und stößt maximal leicht gegen die Hindernisse. In unserem Test hat er Türschwellen bis zu 2 cm geschafft. Das war zugegebenermaßen etwas holprig und nicht so schön anzusehen, aber er hat sie geschafft. Mit 10,2 cm ist er nicht der flachste Roboter. Der Wert ist solide und unter unserer Couch hat er mühelos reinigen können. Es gibt aber auf dem Markt auch Konkurrenzmodelle, die über eine wesentlich geringere Bauhöhe verfügen. Die Kartenerstellung hat bei uns in der Regel sehr gut geklappt. Hin und wieder hat er gewisse Bereiche nicht erkannt, wenn Hindernisse im Weg lagen. Deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, vor der ersten Kartenerstellung sämtliche Türen zu öffnen und Kabel und weitere kleine Gegenstände vom Boden zu entfernen. Leider speichert der Dieboot Osmo 930 aktuell nur ein Stockwerk. Ich hoffe, Ecovax Robotics rüstet hier mit einem Update nach, damit der Roboter sich auch mehrere Stockwerke einprägen kann. Es ist auch möglich, den Osmo 930 nur bestimmte Bereiche reinigen zu lassen. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie das Ganze mit der Zeitprogrammierung kombinieren. So können Sie den Roboter immer regelmäßig zur selben Zeit nach dem Kochen automatisch in die Küche schicken. Der Saug- und Wischroboter kehrt nach der Reinigung oder per Knopfdruck in der App automatisch zurück in die Ladestation. Das macht er übrigens auch dann, wenn ihm beim Reinigungsdurchgang mal der Saft ausgeht. Ist er wieder vollgeladen, setzt er die Reinigung dort fort, wo er zuletzt aufgehört hat. Hartböden befreit der Dieboot Osmo 930 wirklich sehr, sehr gut von Schmutz. Hier machen sich seine 45 Watt Saugleistung auch wirklich bemerkbar. Ob das jetzt Haare,
Staub oder Tierfutter ist. Der D-Boot Osmo kriegt eigentlich alles vom Boden weggesaugt. Auch die Reinigung in den Kanten ist sehr, sehr gut, da dieser auch sehr präzise ansteuert. Er arbeitet sich durch seine intelligente Navigation tief in die Kanten hinein. Die Reinigung in den Ecken ist dagegen nicht so zufriedenstellend, wie ich mir das für den Preis erhofft habe. Ein bisschen Dreck bleibt liegen, das ist bei anderen Konkurrenzmodellen auch so, aber für die knapp 500 Euro hätte ich mir hier ein bisschen mehr erhofft. Der D-Boot 930 verfügt über eine Direktabsaugung, die besonders für Tierhaare und für Bäder geeignet ist, und über eine Hauptbürste, die leistungsstärker und tiefenreinigender ist. Diese empfiehlt sich natürlich vor allem für Teppiche, während die Direktabsaugung eben wie gesagt sinnvoll für Haare ist, da diese sich dort nicht so leicht verfangen können. Apropos Teppich. Der Osmo 930 befreit einen Großteil der Teppiche sehr gut von Schmutz. Immer wenn er auf Teppiche hinauffährt, regelt er auch seine Saugleistung automatisch nach oben. Das hört sich dann in etwa so an. Im Großen und Ganzen ist der Roboter aber angenehm leise, mit 56 Dezibel kaum hörbar. Anfangs hatte der Roboter noch ein wenig Schwierigkeiten, auf meine Teppiche hinaufzufahren. Da hat er sich oft mal verheddert, das hat sich aber nach 2-3 Reinigungsdurchgängen dann vollständig gelegt. Bei Teppichen mit sehr langen Floren reicht die Saugkraft allerdings nicht aus. Sehr leichte Teppiche schiebt er auch manchmal weg und kann dementsprechend nicht auf sie drauffahren. Ich empfehle Ihnen, rutschige, leichte Teppiche auszubeuteln und aus dem Weg zu räumen. Bei den meisten Kurzflorteppichen hat er aber keine Probleme und hat eine solide bis gute Leistung abgeliefert. Der Osmo 930 ist ja nicht nur ein Saugroboter, sondern auch ein Wischroboter. Um den Wischmodus zu aktivieren, müssen Sie den 250 ml großen Wassertank vom Roboter entfernen und auffüllen. Anschließend können Sie ihn leicht wieder verschließen. Der Verschluss arbeitet übrigens sehr gut und die Dichtung hält. Da hatte ich bei anderen Robotern schon so meine Probleme, darüber war ich ganz glücklich. Nun können Sie den Wassertank und das Wischtuch am Roboter anbringen und der Osmo 930 weiß jetzt automatisch, dass er nicht mehr nur saugen, sondern saugen und wischen gleichzeitig soll. Jetzt kommt ein Punkt, den ich sehr positiv hervormerken möchte. Durch die intelligente Smart Navi 3.0 weiß der Osmo, wo Teppiche liegen. Sobald er auch zu wischen beginnt, fährt er auf diese nicht mehr drauf. Die Wischfunktion selbst zeigen wir Ihnen jetzt anhand einer Soße, die wir ein bisschen im Wohnzimmer verteilt haben. Nicht gerade appetitlich, aber in dem Fall sinnvoll. Die Wischleistung selbst ist ganz solide. Er ist halt nach wie vor ein Hybridroboter und kein reiner Wischroboter, die da einfach einen klaren Vorteil haben. Aber dadurch, dass man die Wassermenge frei wählen kann und somit etwas höher einstellen kann, ist das Ergebnis schon besser als bei vielen anderen Robotern, die ich bisher getestet habe. Gerade für Allergiker kann das auch sinnvoll sein, da im Sommer oder im Frühling Pollen vom Boden wunderbar mit aufgenommen werden und im Wischtuch hängen bleiben. Lassen Sie uns vor dem Fazit noch ein wenig über die Wartung sprechen. Den Status der Zubehörteile können Sie ganz einfach in der App einsehen. Den Saugbehälter leeren Sie am besten regelmäßig. Und den Filter können Sie ausklopfen. Bitte verwenden Sie hier kein Wasser. Den Staubbehälter selbst können Sie ausleeren und auch ein wenig mit Wasser auswaschen und am besten anschließend trocknen lassen. Die Seitenbürsten und die Hauptbürste können Sie mit dem Multifunktionswerkzeug von Hahn befreien. Die Wischtücher sind waschbar und diese lassen Sie am besten auch anschließend trocknen. Nach dem Wischvorgang leeren Sie am besten zusätzlich noch den Wasserbehälter aus und lassen auch diesen trocknen. Gut, kommen wir endlich zu einem Fazit. Was hat mir nicht gut am Osmo 930 gefallen? Zum einen, das Einstellen der App hat nicht direkt beim ersten Anlauf geklappt. Außerdem hat Smart Navi, so intelligent das Ganze auch ist, manchmal auch so seine Problemchen. Der Roboter beendet hin und wieder die Reinigung zu früh oder bleibt in hohen Langflorteppichen hängen. Außerdem finde ich nicht gut, dass ein Roboter dieser Preisklasse kleine Schmutzreste in den Ecken hinterlässt. Neben diesen negativen Aspekten kann der Osmo 930 aber richtig, richtig viel. Die App ist extrem nützlich, hat eine Menge Funktionen und lässt sich sehr, sehr gut individualisieren. Außerdem fährt der Roboter Räumlichkeiten systematisch ab, Stück für Stück und navigiert sehr, sehr präzise.
Und am Ende des Tages, das Wichtigste, die Reinigung ist auch wirklich klasse. Kann ich Ihnen den Osmo 930 also empfehlen? Naja, das hängt wie so immer davon ab. Für kleinere Single-Haushalte finde ich die knapp 500 Euro zu übertrieben. Da sind einfach zu viele Funktionen mit an Bord, die man in einem kleinen Haushalt nicht brauchen kann. Bei größeren Haushalten mit Minimum 2 Personen und eventuell einem Haustier sieht das Ganze schon ganz anders aus. Der Osmo 930 hat einfach viel von dem, was ich mir von einem Hybridroboter wünsche. Er reinigt selbstständig, er reinigt gut und er reinigt zuverlässig. Zu all denen, die auf der Suche sind nach einem guten Saug- und Wischroboter und bereit sind, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, kann ich nur sagen, mich hat der D-Boot Osmo 930 sehr überzeugt. Und vielleicht kann er das auch bei Ihnen tun. Wenn dieses Testvideo hilfreich für Sie war, dann geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn Sie es nicht hilfreich fanden, können Sie uns natürlich selbstverständlich auch einen Daumen nach unten geben. Bei Fragen, ab damit in die Kommentare. Ich werde mir das Ganze angucken und versuchen, Ihre Frage zu beantworten. Ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.